eines der beliebtesten Light-EMTBs, die es gibt. Das Orbea Rise siehst du überall auf den Trails, in den Trailparks und sogar im Bikepark. Die Frage ist nur, ist es wirklich so gut, wie alle sagen? Nach über einem Jahr mit dem Rad ist es Zeit, das herauszufinden. In diesem Video also die Wahrheit über das Orbea Rise. Alle positiven, aber vor allem auch die nicht ganz so positiven Erfahrungen nach über einem Jahr Nutzung gibt es in diesem Video. Wahrheit Nummer 1 ist, das Fahren mit dem Orbea Rise ist so ein bisschen wie das Wohnen an der Autobahn. Bevor ich jetzt aber noch weiter darauf eingehe, fangen wir erstmal vorne an. Und zwar zu dem Zeitpunkt, an dem das Rad bei mir angekommen ist. Wahrheit Nummer 1 ist, dass ich das Ding gekauft habe, es ist angekommen, ich habe es zusammengebaut, ich habe mich draufgesetzt und ich konnte als bis dato nur Biobiker nicht fassen, was für ein geniales Bike das ist. Die Agilität, Leichtfüßigkeit, die es sich fast so anfühlen lassen wie ein normales Mountainbike, gepaart mit der Unterstützung, die du bekommst, ist, finde ich, einfach klasse. Die Wahrheit ist aber auch, dass das Teil die ein oder andere Schwachstelle hat. Und das bedeutet, dass es jetzt Zeit ist, wieder zurückzugehen zu dem Vergleich mit der Autobahn. Und das ist so. Wenn du, wie ich, schon mal an der Autobahn gewohnt hast, dann weißt du, dass du zu Beginn dieses Zeitraums jedes einzelne Auto hörst. Und mit der Zeit geht die Wahrnehmung der Geräuschkulisse dann immer weiter zurück. Und genau das passiert auch mit dem Orbea Rise. Der Motor, der EP8 RS, funktioniert super, aber es klackert halt, wenn du bergab fährst. Und zwar so sehr, dass ich bei einer der ersten Fahrten über etwas wilderes Gelände dachte, das Teil ist kaputt. Aber nachdem dann mal klar war, was das genau ist, war es genau wie mit dem Wohnen an der Autobahn. Mit der Zeit ist die Wahrnehmung der Geräusche, die das Ding macht, einfach weniger geworden. Und so ist es im Moment eigentlich nur noch so, dass es mich nur stört, wenn ich ein Video anschaue oder Video schneide. Aber wenn du jetzt jemand bist, dem ein leises Bike extrem wichtig ist, dann ist eine absolute Wahrheit, dass das Orbea Rise deshalb für dich vielleicht nicht in Frage kommen kann. Auch wenn es sonst ein super Bike ist, aber das Ding ist einfach laut. Du hast bestimmt schon mal gehört, dass Leute gesagt haben, ja, so ein Light-EMTB, das fährt sich eigentlich genauso wie ein richtiges Mountainbike. Außer, dass das nicht ganz stimmt. Es fährt sich ähnlich, aber es fährt sich anders. Das liegt daran. Hier haben wir den Motor und hier über dem Motor ist der Akku eingebaut. Das bedeutet, dass das Fahrrad gegenüber einem herkömmlichen Bike circa 4 Kilo an Gewicht zulegt. 2 für den Akku und 2 für den Motor. Und das sorgt für genau 2 Dinge. Erstens nämlich, dass das Bike insgesamt schwerer ist, nämlich genau diese 4 Kilo als ein normales Mountainbike. Und das ist bei einem Gewicht zwischen 14 und 20 Kilo natürlich doch schon ein Unterschied. Aber das Gewicht ist ja nicht gleichmäßig verteilt, sondern es ist sehr weit unten im Bike eingebaut. Das bedeutet wiederum, dass der Schwerpunkt des Bikes relativ tief ist. Und das wiederum hat 2 Effekte, von denen einer gut ist und einer, wie ich finde, nicht ganz so gut. Effekt Nummer 1 ist, dass das Bike im Gegensatz zu einem herkömmlichen Mountainbike ohne Motor, auf dem Trail deutlich satter liegt und sich auch super gut in Kurven legen lässt. Die höhere Gesamtmasse trägt dazu bei, dass es bei kleinen Kickern und Sprüngen super gut in die Luft geht. Und wenn du dich nach diesen Ausführungen jetzt fragst, was soll denn der negative Aspekt dieser Sache sein, dann gibt es ja noch den Moment, in dem du einen Bunnyhop machen möchtest. Und das sind Momente, in denen man das zusätzliche Gewicht, das weit unten im Fahrrad ist, durchaus merkt. Denn auf einmal muss man ganz schön reißen, um das Vorderrad anzuheben. Und im Vergleich zum Biobike ist es wirklich ein ordentliches Stückchen mehr. Bunnyhops sind auf jeden Fall möglich, aber es wird eben schwerer. Und genau das ist Wahrheit Nummer 2. Wahrheit Nummer 3 ist, zumindest war es bei meinem Bike so, nach ca. 6 Monaten hat das Teil angefangen zu knarzen, als gäbe es keinen Morgen. Es ist jetzt nicht ultra störend, aber auf Dauer eben schon. Vor allem, weil es jetzt nicht nur beim Bergabfahren auftritt, sondern auch beim Bergauffahren. Was macht man, wenn so ein Bike knarzt?
Genau, man geht auf Fehlersuche. Das Ende vom Lied war, dass ich das ganze Linkage auseinandergebaut habe und dann am Ende war es das Hauptlager der Hinterbauschwänge. Ich weiß nicht, ob das so heißt, aber ich blende euch ein, welches Teil genau das ist. Das habe ich sauber gemacht, gefettet und wieder zusammengebaut und dann war es gut. Das Ganze ist allerdings nach 3 Monaten wieder passiert. Das hast du zwar an jedem vollgefederten Rad, dass irgendwo, irgendwann mal was knackt. Hier ist es so, man muss halt relativ viel auseinanderbauen, um da dran zu kommen und das ist jetzt eigentlich nichts, was ich alle 6 Monate oder alle 3 Monate gerne machen möchte. Aber gut. Wahrheit mal 4. Dieses Teil hier, das ist der Kettenstrebenschutz. Ich bin gar nicht sicher, ob man es hier so richtig sieht, aber dieses Teil hier, der Kettenstrebenschutz hier scheuert sich langsam auf, weil die Kette relativ dicht darüber läuft, weil die Kettenstrebe an dieser Stelle eben relativ hoch ist. Was erstmal okay ist, weil das Teil ja nicht irgendwie tragend ist oder sowas. Das Problem ist nur, wenn man es nicht merkt und nicht darauf vorbereitet ist, dann ist das ja irgendwann durch. Und darunter kommt dann eben der Rahmen. Ich würde nicht wollen, dass die Kette anfängt, den so langsam hier aufzuritzen. Deshalb muss man darauf achten, und das ist jetzt innerhalb von einem Jahr passiert, dass man dieses Teil hier unter Umständen innerhalb dieses Jahres einmal tauscht. Allerdings musste ich, und da kommen wir zu Wahrheit Nummer 5, feststellen, dass Orbea was hat, was mich komplett überrascht hat. Weiß auch nicht, warum es mich in der heutigen Zeit so überrascht hat, denn eigentlich könnte es selbstverständlich sein. Aber irgendwie habe ich das der Bike-Industrie nicht so wirklich zugetraut. Und da bin ich mal auf eure Erfahrungen in den Kommentaren gespannt, ob es bei euch und eurem Fahrradfabrikanten ähnlich ist. Aber bei Orbea gibt es die Möglichkeit, sein Bike zu registrieren. Das habe ich zu Beginn meiner Fahrzeit auf dem Rise gemacht. So weit, so gut. Als ich dann auf die Suche gegangen bin nach dem Kettenstrebenschutz im weltweiten Internet, musste ich feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, an so ein Teil dran zu kommen. Irgendwann bin ich wieder auf der Orbea-Seite gelandet, habe gedacht, ich logge mich mal ein, scroll ein bisschen rum und sehe dann bei meinem registrierten Bike einen kleinen Button Ersatzteile. Da habe ich drauf geklickt und siehe da, es gab alle Ersatzteile für mein Fahrrad. Und natürlich auch der Chainstay Guard, also die Kettenstrebenschutz. Den habe ich bestellt, 2 Tage später war da. War jetzt nicht so super billig, kostet irgendwie 20 Euro plus Versand. Aber er hat mir natürlich das ganze Suchen im Internet erspart und er ist direkt zu mir gekommen. Die Wahrheit Nummer 5 ist also eine sehr, sehr positive Wahrheit. Nämlich, dass sich Orbea nicht nur darum kümmert, die Räder zu machen und zu verkaufen, sondern tatsächlich auch einen super Service online zur Verfügung stellt. Wahrheit Nummer 6 ist wieder eine positive Wahrheit. Und zwar geht es darum, dass Orbea wieder was zur Verfügung stellt, was mit dem Bike gar nichts zu tun hat. Und es hat mich überrascht, dass es für mich so, so positiv war. Mittlerweile gibt es hunderte von verschiedenen Maßen. Und manchmal ist es total schwierig herauszufinden, welches Teil denn wohin passt. Und Orbea hat dafür was richtig, richtig Cooles. Und das nennt sich bei Orbea Blue Paper. Da stehen alle Maße, alle Daten für dein Fahrrad drin. Und das geht so weit, dass es von den Maßen der Sattelstütze, die ich nicht mehr selber ausmessen muss, hingeht bis zur Einstecktiefe der Sattelstütze. Es steht drin, wie hoch die Bauhöhe deiner Gabel sein darf. Und so ist relativ schnell klar, wenn du irgendwas tauschen möchtest, welche Maße du brauchst, was du da einbauen kannst und was auch eben nicht. Diese Wahrheit beschäftigt sich damit, dass sich sowohl deine technischen Fertigkeiten als auch dein Fitnesslevel verändern wird. Und zwar je nachdem, wie du das Bike einsetzt. Man kann es auf ganz verschiedene Weisen einsetzen. Man kann es super gut zum Training einsetzen, einfach weil man die Intensität sehr gut steuern kann. Aber die Gefahr ist natürlich hoch, dass du, so wie ich, am Anfang dich da draufsetzt und dich einfach relativ easy den Berg hochschatteln lässt. Und das hat zur Folge, dass deine Fitness in den oberen Leistungsbereichen geringer wird. Was natürlich schade ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass du mehr Zeit in niedrigeren Belastungsbereichen verbringst und dadurch deine Fitness in diesem Bereich vielleicht sogar ein bisschen besser wird, weil du vielleicht ein bisschen länger fährst und auch öfters fährst. So ging es mir zumindest. Was aber noch dazu kommt, ist, dass sich deine technischen Skills wahrscheinlich ein Stück weit verbessern werden, weil es jetzt möglich ist, mehr Abfahrten in kürzerer Zeit hinzulegen. Ob das jetzt dein Hauptziel ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber auf jeden Fall bietet dir das Bike die Möglichkeit, genau das so zu kontrollieren, wie du es gerne haben möchtest. Der negative Aspekt ist, es kann sein, dass die Fitness ein Stück weit leidet. Die für mich wichtigste Wahrheit zu diesem Bike kommt jetzt. Und zwar ist es so, dass dieses Bike oder vielleicht auch diese Kategorie an Bike mir das Mountainbiken in meiner persönlichen Situation
so ermöglicht, wie ich es mir nicht besser vorstellen könnte. Und die genauen Gründe, die das sind, die findest du in diesem Video hier, das ich zu Beginn der Zeit mit dem OBR Rise gemacht habe. Ich habe bei allem, was ich damit mache, noch genauso viel Spaß wie am Anfang und es macht wirklich jede Menge Laune damit, auf den Hometrails rumzufetzen, in Trailcenter zu gehen oder sogar in den Bikepark. Und das ist meine Wahrheit über das OBR Rise. Wenn dich jetzt noch interessiert, was das Ganze im Moment wiegt, welche Modifikationen ich gemacht habe und so weiter und so fort, lass mir doch gerne einen Kommentar dazu da, dann mache ich ein weiteres Video, denn ich denke, das würde den Rahmen für dieses Video hier sprengen. Solltest du Interesse haben an der Reichweite des OBR Rise mit dem 360 Wattstunden Akku, das habe ich getestet und in diesem Video hier zusammengefasst. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen, vielleicht auch den einen oder anderen Insight darüber gegeben, ob du dir das Bike kaufen solltest oder auch nicht. Das war's für dieses Mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.